So, willkommen zum jetzt 11. Part von Let's Play Grand Theft Auto Vice City. Und wir machen erstmal wieder die Maus langsamer. Und hier ist nämlich noch schnell. So. Wir gehen jetzt hin und werden die Mission machen, die ich das letzte Mal nicht machen konnte, weil es gebuggt hat. Ja. Die Rede ist von der Mission da beim Haitianer da. Das schwarze Skulpturen-Dings da mit dem blauen Hintergrund da, Family Map. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber ich habe zumindest jetzt herausgefunden, wie ich die Mission schaffen kann, ohne dass das Spiel mir abschmiert. Weil bisher war immer das Problem, dass wenn ich die Mission gemacht habe und dann den letzten NPC getötet habe, den ich töten muss, ist das Spiel abgeschmiert. Und ja, ich habe jetzt herausgefunden, wie ich das vermeiden kann. Darum jetzt Mission Kanonenfutter. Und hier die kleine Surprise. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. With the biggest fat sack in town. Ja, wir wollen hier sachlich bleiben. Und jetzt brauche ich einfach nur ein... Ah, das Taxi eignet sich gut. Guten Tag. Gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Steigt hier mal schnell ein. Ja, mit meinem fetten Lambo vorne dran, den habe ich ja super geparkt. Ups. Wir müssen nämlich jetzt zu dem Punkt und dann gibt es ein bisschen eine Schießerei. Hm? Aber ich will mal nicht zu sehr spoilern. Ich will jetzt auch nicht spoilern, wie ich das geschafft habe, die Mission erfolgreich abzuschließen. Wäre jetzt ein bisschen lame, werdet ihr gleich sehen. Ups, Kameraspack. Und ja, wir fahren erstmal dahin. Steigen mit den Drillingen aus und gehen zu den Sechslingen. So, nehmen wir hier die etwas größere Wumme mit, die wir teuer erstehen mussten, weil wir vom Polizisten das letzte Mal verhaftet wurden, was dann nicht so schlau war. So. Jetzt kommt eine der besten Szenen. Ja, die habe ich jetzt zum 8. Mal gesehen. Okay, nicht wie sie sterben, sondern jetzt. Wir sind mitten im Gang. Wir sind weg. So, Teleportfähigkeit des Todes. So, kriegen wir nochmal die Drillinge. Jupp, den müssen wir jetzt kurz ausschalten, nehmen hier die Knarre, verdrücken uns wieder nach hier hinten, weil hier hinten kann man uns nicht abschießen und ich kann in Ruhe zielen. Voll in die Klippen. Den hat es nicht umgehauen? Doch. Ja. Schalte die restlichen aus. So. Kommst du raus? Gut. Weil jetzt steht da einer hinter der Ecke. Und der kommt da nicht raus. Und er will auch da nicht raus. Ja, ich kann jetzt hier an die Ecke hinstehen und er kommt zum Verrecken nicht raus. Wie kann man also den Bugfix machen? Ganz einfach, wir prügeln ihn. Deswegen habe ich jetzt Faust ausgewählt, weil dann schubse ich ihn. Und wenn ich jetzt so erschießen würde, fällt er in die Wand rein und das Spiel kackt ab. War ja NPC durch Wand und dann Bug. Und wir prügeln ihn jetzt raus. Das bedeutet, ich renne hier jetzt erstmal ein bisschen rum. Und dann werde ich ihn prügeln. Und damit habe ich den Crash im Gang. Und damit sollte das eigentlich jetzt kein Problem sein. Tommy,
Hören wir hier erst noch ein bisschen auf. Ich muss in die Karre. Und weg damit. Wollen wir die da noch überfahren? Und ab zum Kaffee. Das war's eigentlich und das musste ich jetzt 7 Mal machen, bis es dann korrekt funktioniert hat, weil ich bin jetzt nur auf Zufall mal aufgestoßen, schlag ihn doch mal weg. Vielleicht könnte es ja helfen. Und tatsächlich hat es dann geholfen und ich konnte dann die Mission spielen. Das war immerhin ein Erfolg. Und ich bin jetzt mal schlau gewesen. Ich habe die Mission jetzt auch im Titel drin stehen, ja. Direkt als erste Mission gewählt, weil, falls ihr auch den Bug habt, dann könnt ihr auch direkt nach der Mission suchen und ihr kommt hier raus. So, 2000 für ein bisschen sinnfreies Rumgeballer. Joa. Huch. So, die können wir ja abschießen. Aber wir gehen lieber in die Mission rein. Dann sind die Bullen weg. Don't serve the snake in the sauce. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man, they're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. In einem Sparkästchen hinten. Want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Da läuft der Bulle noch hin. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Immerhin die korrekte Antwort auf Lager. Oh, wieso darf ich den nicht abschießen? Was ist bei dir kaputt? Hör mich noch einmal an, du Penner. Sag mal, geht's noch? Warum sind übrigens die Bullen nicht weg? Fand ich jetzt sehr mies. Ui, gar nicht drauf geachtet, dass da die Bullen kommen. Moment. Da hinten sehe ich etwas funkeln. Bevor wir die Mission machen. Halt, da komme ich nicht hin. Bevor ich die Mission mache, möchte ich gerne die Bullen zumindest einigermaßen loswerden. So, da hinten ist noch das Autohaus. Müssen wir uns auch mal gönnen. Mein Lieblingsspawn immer gewesen. Ups, hallo. Mein Lambo ist gleich kaputt. So. Guten Tag. Hey Rico, nice boat. You ready? See Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Okay. Muss ich fahren oder schießen? Steht da so sinnfrei rum. Ich schätze mal schießen, oder? Lady Eier suche. Das Spiel. Das 1A. Aber wirklich 1A. Besser hätte ich es jetzt nicht auf die Reihe gebracht. Hoppla. Das war jetzt wieder so richtig, komm, ich nehme dir dein Glück und schlag's dir in die Fresse. Anders kann man es nicht korrekt ausdrücken. Bullen. Jetzt muss ich nämlich nach hinten fahren, muss mir neue Waffen besorgen, die übrigens mal wieder weg sind. Und, ja, das kostet Zeit. Und, ja, Nerven vor allem, ja.
kostet verdammt doofe Nerven. So. Guten Tag. Was hätten Sie denn da zur Auswahl? Brauchen noch ein bisschen größeres Kaliber. Ja, den brauchen wir jetzt nicht, aber das vor allem sollte vorerst reichen. Ist ein bisschen blöde Situation jetzt, weil eigentlich hätte ich sowas gerne gesehen. Hoppla, wie eine Panzerfaust. Jetzt verpiss dich doch. Ey, siehst du nicht, dass ich hier Auto fahre? Der auch. Hat keine Augen im Kopf. Der auch. Sag mal, ist eigentlich heute Ramm-mich-weg-Tag oder was? Geht mal hier alle weg. Eine Frechheit, dass ihr mir dauernd hier im Weg rumfahrt. Hier. Die Autos sind wieder weiß. Ja, halt die Schnauze, blöde Bulle. Du gehst mir schon wieder leicht auf die Kekse. So. Bla bla. Kennen wir. Hey, meine Karre ist weg. So klaut man bei den Bullen die Karre. Und werde ich wieder denselben Weg fahren und da hinten den Sternwegmacher nehmen. Wasser, ich muss hier rum. Da haben wir ihn nämlich. Sollte reichen. Das ist zwar nicht mein Lambo, aber das macht nichts. Haben wir die Scheiße hier aus den Nerven. Du fährst mir hier schon wieder im Weg, ey. Heute fährt mir echt jeder im Weg rum. Das ist ja widerlich. So. Und dann machen wir gleich mal hier die Wumme rein. Und Dach. Jetzt bei Sonnenaufgang, nicht bei Nacht. Jetzt in der Hoffnung, das klappt irgendwie besser, weil sonst muss ich mir eine andere Strategie einfallen lassen. Der fährt auch saubescheuert dahin. Das war verdammt knapp. Gut, ich muss ihn noch zerstören. Ja. Alter, das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich so derb. Jetzt gehen wir erst mal speichern, weil ich habe jetzt, ich sag mal, mein kleines Limit überschritten. Und ich werde mir einen anderen Plan noch überlegen. Bis zur nächsten Episode. Und dann schauen wir mal. Also, Alter, heute ist echt jeder rammt mich. Oh, Alter, ich krieg gleich echt einen Hals. Jeder Wichser rammt mich hier in dem Spiel weg. Was soll das? So, jetzt gehen wir hin. Holen zumindest ein bisschen Kleingeld ab.
Und gehen mal speichern und dann bis zur nächsten Episode. Immerhin, ich habe einen Bugfix jetzt gemacht, ja? Das reicht doch wohl. Ja, speichern. Okay.